Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Nine Parchments, immer auf der Hut. Wie war denn euer Osterfest? Inzwischen sind ja zwei Folgen ausgefallen wegen Ostern und wir nehmen zwar vor Ostern auf, aber Fragen kann man... All manner of mines and forts had been built there over the years. Was für ein unhöflicher Kerl, einfach ein... Ja, die labern uns immer in die Begrüßung rein. Genau. Man kann ja mal fragen, wie ihr Ostern verbracht habt. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Hattet ihr schöne Ostern? Habt ihr Ostereier im Schnee gesucht? Camouflage-Ostereier vielleicht? Oder doch im Gras, die grünen? Ach ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch gar nicht, wie mein Ostern so richtig sein wird. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit meiner Mutter ans Meer fahre einmal. Oh, das klingt schön. Und es wird wahrscheinlich auch wieder sehr viel gegessen. Das ist ja immer so. Yum, yum. Weil wir fahren dann auch zu meiner Oma und Opa und ja, da, das ist ja, man kennt es ja. Oh nein, du standst nachher 5 Kilo mehr. Entschuldige, du standst da voll dazwischen. Ameisen, Ameisen, nein, Ameisen. Oh Gott, so ich kann, du kannst dich wegporten. Ja, ich hab schon. Oh Gott. Das ist ja ein Begrüßungskomitee hier direkt. Fies. Oh, warte. Achso, ja. Okay, jetzt ist der, jetzt ist der Flächenzauber. Schlange, recht. Schlange. Das ist gut. Ne? Falsch. Vorsicht. Oh Gott. Okay. Alles gut. Gott sei Dank. Ist ja noch die eine. Sehr schön. Ich plane mein Ostern. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich es verbracht haben werde, wenn ich... So ein bisschen komisch ist es. Ja. Aber es wird keinen Hasen geben. Ja, ich habe Soraya gerade erzählt, dass wir tatsächlich in meiner Kindheit, wo ich noch Fleisch gegessen habe, es immer zu Ostern Kaninchen gab an Karfreitag. Und das ist schon, wenn man das so aus heutiger Sicht sieht, etwas leicht ironisch. Ja, ein bisschen. Ja, so den Osterhasen. Vorsicht, der... Ja, das ist ja schon gut. Ich wollte gerade sagen, Vorsicht, der reflektiert. Ja, ja, das... dass du nicht traumatisiert bist, das wundert mich ein bisschen. Nee. Tatsächlich ist auch Kaninchen so eines der wenigen Sachen, die ich am... Ja, die ich vermisse, seit ich kein Fleisch mehr esse. Also die mir echt gut geschmeckt haben. Die ich einfach, ja, aus ethischen Gründen halt einfach nicht mehr essen kann. Mhm. Naja. Oh. Also ich habe gerade eine Feder aufgesammelt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, ich habe es gesehen. Eins okay, von gut, gut. Sehr schön. Ich kümmere mich mal um die Pflanze hier. Mhm. Ich schaue, dass ich die Todesviecher da oben ein bisschen dezimiere. Oh, oh, wie bin ich denn jetzt gestorben? Was? Hey, was? Ich hatte noch voll viel HP. It's our last chance. Okay, das war irgendwie gerade voll komisch. Das war tatsächlich sehr... Ich glaube, das war... Können das die Todesviecher da drüben gewesen sein, weil die doch relativ... Hm. Da müssen die gerade echt viel Schaden raus... Oh, ja. Echt viel Schaden rausgehauen haben. Ja, oder aber es waren... Ah, da ist noch so eine blöde Blume dabei. Vielleicht war es auf die mit. Also bitte... Auf jeden Fall habe ich mich gerade echt gewonnen. Oh. Okay, das ist schon mal weg. Hm, das ist nicht so schön. So, stirb du doch einfach mal am Feuer und... Au. Und du bitte einfach auch. Hm. Sehe ich jetzt nicht so, dass du ja irgendwelche Zauber auf mich drauf wirfst. So. So. Okay, ich habe gerade das Gefühl, dass das Level hier ein bisschen unentspannter wird irgendwie. Ja, das ist Lava. Wo ist Gollum? Hier ist Eis. Eis und Lava nebeneinander. Oh, das erinnert mich jetzt an Degrees of Separation. Aber das ist ja, weniger, genau, weniger unschön und tödlich. So. Wie kann das vor allem sein? Da drüben Lava, dann Eis, dann wieder Lava? Oder das ist Wasser. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Eis ist oder ob es nur Wasser ist. Also wenn man hier die Wände anguckt, dann sieht das eher wie Wasserschimmer aus. Weißt du was? Nein! Nein, so. Okay, ist von der Klippe gefallen. Ich dachte, vielleicht steht da dran, dass ich ertrunken bin. Das ist falsch gewesen. Nee, ertrunken bist du nicht. Ich habe einfach mal für die Neugier mich geopfert. Das ist schön. Mensch, wenn du mehr so patriotisch wärst. Das sieht hier sehr unschön aus. Ich hab ein bisschen Angst. Na, okay. Oh, ah, da ist ein Eisvieh. Und ich habe. Aber da sind, glaube ich, die sind nicht durch Feuer geschützt. Das heißt. Ich kann dir noch mal eine kleine Feuerbombe draufhauen. Dankeschön. So, dann ist nur noch der da hinten, dann können wir hinten. Ah, einfrieren ist schön. Oh. So. Sehe ich ja gar nicht an, dass wir irgendwie sterben. Also, warte ich habe ja.
Ja, also hier. Ich wollte nur probieren, ob man die hochspringen kann. Das sah irgendwie so aus. Geht aber nicht. Nein. Schade. Aber hier könnte man runter. Oh, guck mal, da drüben sieht es aber wieder aus, als wäre da nachher ein Weg, den wir folgen könnten, vielleicht. Ah, da unten, ja. Eventuell geht der Weg da hinten entlang. Das haben wir ja schon festgestellt, dass das in diesen. Das war die Lava runter. Guck mal, das sind Zwergenstatuen, oder? Ach cool, ja, das passt ja auch voll hier mit dem unterirdischen. Kiste! Oh! Sehr schön. Und es erfahren. Na gut. Ja. Brauchen wir auch. Es speichert, das ist gut. Okay. Ich hoffe immer noch, dass ich immer diesen grünen Hut bekomme, den du. Vorletztes Mal oder so? Ach nee, warte, die sind. Zwei hätte, würde ich dir einschenken. Ja, das ist. Der droppt schon irgendwo noch. Okay, jetzt ist ihr Schild weg, das heißt. Oh, wow, sag mal, rammt nicht das Viech da weg. Oh, das ist ein Fehler in der Mitte. Ich ruhe mal kurz. So. Feuer 4 könnte. Eins ist eingefroren. Oh, entschuldige. Au. Es sind jetzt hier so ein bisschen viele, finde ich. Ja, ein bisschen. Und die springen einem immer so schnell hinterher und landen in den eigenen Teildinger. Alles gut. Du hast dich selbst. Ich bin sehr sicher, dass ich großteils mit dafür verantwortlich war, weil mein Todeszauber dich gerade getroffen hat. Oh Gott. Boah, dieser scheiß Büffel. Ja, die hoffen mir gerade so im Rudel hinterher, dass ich erstmal kurz. Ja. Achso, es sind auch wirklich drei verschiedene, ne? Oh ja. So. Here I am again. Oh, danke schön. Jetzt bitte. Okay, ich würde mal versuchen einfrieren. Ich hau den mal gleichzeitig das. So. So, Kleinviecher sind weg. Jetzt noch. Der müsste gleich auch weg sein. Der ist eingekommen. Jetzt der große noch, das ist eine Elite, aber den kriegen wir auch hin. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, 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 ja. Wunder. Ja. Warte, ich hab noch einen. Ich hau den jetzt einfach tot. So. Yeah. Sehr schön. Wir lassen uns einfach nicht unterkriegen von den Viechern. Das, kennen wir denn? Wir sind jetzt schon so erfahren mit unseren Zaubern. Wenn ich mir das hier so angucke, fällt mir ein, dass ich immer noch die Berge spielen muss. Ich habe ja die ganze Buchreihe gelesen und ich habe mal das Spiel geschenkt bekommen. Ich muss es wirklich. Ich habe mal angefangen, aber ich muss mal zu Ende spielen. Ein wirklich schönes Spiel. Ich muss dir leider sagen, du musst mit mir auch noch For the King spielen. Also. Oh ja, auf jeden Fall. Das will ich auch unbedingt noch spielen. Wir haben ja noch so viel vor. Ja. Ich habe es mir auch schon geholt. Yay. Für die paar Euro, die da auf der Seite waren. Ja. Oh je. Ah, Feuer. Ja. Okay, das ist nicht der Feuerzauber, der dich trifft. Das ist beruhigend. Weißt du was, du Kack? Das ist ein Heiler. Könntest du bitte sterben, du? Ja. Und du auch. Oh, der hat sich geheilt. Da ist ein Elite-Heiler dabei. Das finde ich jetzt nicht gut. Ja, der heilt hier auch echt schnell hoch. Ja, ich prügel ihn gerade, aber ich fürchte fast, ich werde. Ist er jetzt tot? Ich bin tot, aber ich glaube, der Heiler auch. Ich versuche zu dir. Oh Gott, ich muss, glaube ich, erstmal. Pass auf, nicht, dass du stirbst. Ja, ich versuche hier einfach ganz wieder Heilzauber und dann geht er schon. Armer? Dankeschön. So, dann Vorsicht. Ein bisschen zurück an das. Gut, dass ich als Eismagierin so viele Feuerzauber habe. Ja, praktisch. Ich habe als Heilzauberin ja tatsächlich auch nur einen einzigen. Ach nee, zwei Heilzauber. Es ist wieder umgesprungen auf dich. Jetzt komm, es stirb halt. Jetzt stirb halt. Oh, Nicht du. Dich habe ich eigentlich nicht gemeint. Entschuldigung, ich wollte halt nur, dass der Befehl du bist, halt. Du bist sehr gut trainiert, ich merke schon. Dass, ja, konditioniert. Da hatte ich immer eine gute Arbeit geleistet. Meine Eltern auch räumen dein Zimmer auf. Ja, sofort.
Nee, tatsächlich, ich habe mein Zimmer in der Kindheit wirklich selten aufgeräumt. Meine Mutter war irgendwann einfach immer so entnervt, dass sie es irgendwann selber gemacht hat. Das, was ja eigentlich keine gute Erziehung ist. Dann freut sie sich sicher, dass du inzwischen sehr gut hörst. Ja, mittlerweile räume ich tatsächlich meine Wohnung auch auf. Das ist wunderbar. Wir grillen den gerade perfekt. Ja, super, wenn das klappt. Grillbritzel töten, das... Ich hätte gerne noch eine Feder. Könnt ihr vielleicht noch eine Feder, ja, und eine Kiste liegen? Das wäre so schön. Ich bin auch etwas verwirrt, dass jetzt so lange keine kam. Ich glaube, wir haben was übersehen. Aber eigentlich können wir hier gar nichts übersehen. Oh, ihm. Gut. Nein, oh nein, das ist... ja, habe ich gut gemacht. Raya hat Mitleid mit Echsen. Eigentlich ja nicht so viele, aber... Ich mag Echsen. Ich wollte schon immer eine Bartagame haben, tatsächlich. Irgendwann hole ich mir mal eine. Ich weck... Was ist das da unten? Was ist ein kleiner Drache da drin? Oh, warte, ganz kurz, warte, der fliegt bestimmt gleich wieder hoch, oder? Komm, flieg, 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 kleiner Drache! Ja, er fliegt! Oh, ist das süß! Oh, toll. Was ist denn niedlich? Oh, ich liebe solche kleinen Sachen, die man am Rand entdecken kann. Das ist echt schön, von die Kröte jetzt da ist. Ich glaube, ich habe ganz viel davon übersehen. Ich habe das auch gerade nur so aus dem Augen... Ich dachte erst, es wäre ein Gegner, aber... Ich dachte fast, es ist ein Boss, der sich jetzt schon wieder so langsam zeigt. Aber wir sind doch aber wir sind eigentlich noch... Oh Gott, nein, nein, oh, Food. Ameisen. Ja, ja, das sind die am besten... ...triggern und wegporten. Neue Stufe. Yay. Wäre nur Ameisen, tatsächlich. Ja, um Heilzauber geht's. Also man kann auch nur die ganze Zeit im Heilzauber stehen und dann ist auch... Der stört einen das gar nicht. Das ist natürlich eine Option. Ja, das ist, ja. Sehr schön. Man kann es ja auch manchmal einfach machen. Ja, das haben wir auch bei der Riffschlange sehr schön gemacht, ne? Einfach Heilzauber. Huch, huch. Wer hat denn jetzt? Ich, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der war hier in der Mitte. Oh, da ist eine Kiste in der Ecke. Sehr schön. Ich guck mal kurz, ich kann skillen. Ich habe gerade ein Level erreicht. Okay. Kann ich das? Oh, ich kann es auch. So, mehr Leben und jetzt kann ich mir ich kann mir Widerstände freischalten. Oh, das ist cool. Das ist ja schön. Ich weiß nur nicht, was davon sinnvoll ist. Eigentlich ja alles, aber... ja, jeder davon hat 5 Stufen und ich glaube jetzt nicht, dass wir noch so viel Punkte... Ich könnte natürlich in jedem so ein bisschen investieren, aber... Ich hänge an der Wand. Da ist auch noch eine Feder. Oh, sehr schön. Ich habe die gar nicht gesehen. 5 von 5. Wow. Ich habe 4 von 5. Wie glaube ich 4? Vielleicht kommt noch eine. Ich habe ja das Ganze schon mal gespielt. Vielleicht stimmt, kommt dann noch eine Feder und die... Oh, nein, den würde ich nicht schmeißen. Wir gerade beide auf ihn eingeprügelt. Ja, gut. Ja. Das war sehr witzig. Ja, war so nah. Ich dachte, wenn ich jetzt einen Zauber mache, dann treffe ich dich ja mit. Das ist ja blöd. Ja, das ist so. Manchmal muss man einfach... Oh Gott, okay, das sind alles Feuerviecher. Das ist super. Ja, perfekt. Und die tun weh. So, Oh, da war ich schon tot. Ich komme. Dankeschön. Ich wurde von Lenfia erschlagen. Echt? Oh, wir sind gerade. Dankeschön. Wahrscheinlich mein Todeszauber garantiert wieder. Irgendwie sowas. Ja. Manchmal kann man es nicht verhindern. Das ist in dem. Ich zumindest. Also. Ich will dich gar nicht treffen, aber manchmal sieht man einfach, da ist die Maus so ein bisschen falsch. Man schießt am Mob vorbei und dann trifft man dummerweise... Da hinten kommen wieder Viecher. Oh Gott, okay, der Strahl reicht nicht so lang. Aber das hier. Ja, stimmt. Oh je, die Fläche sieht ein bisschen zu klein aus für das Ganze, doch? Oh Gott. Ich bin noch runtergefallen. Ja. Hab's gesehen. Ich leg mir meinen Heilzauber hin, damit ich gleich
Wo bin ich denn? Okay, da vorne bist du. Ich hol dich. Ich muss noch ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht jetzt auch ins Loch falle. Ich habe das Loch gerade gar nicht mehr registriert, wegen den ganzen Kreisen um den Viechern. Komm schon, komm schon. Dankeschön. Ich fall bestimmt gleich wieder rein. Nein, bitte nicht. Ich sehe dich so ungern sterben, das wäre nicht so schön. Okay, das war Zeit. Ist der? Okay, der Große ist so gut wie weg. Wenn man bei seinem Lebensbuch von so gut wie spricht. Jetzt. So. Okay, da stehst du dabei, Entschuldigung. Alles gut. Puh. Hui. Gut, dass der Hals aber noch nicht aufgeladen war, den hätte ich sonst fast auf ihn draufgeschmissen. Ja, das passiert mir auch manchmal. Na. Wir wollen es halt spannend machen. Mhm. Und hier gibt's doch bestimmt noch die letzte Feder irgendwo. Das sieht so fedrig aus. Okay, komm, einfach Halszauber wieder. Sehr schön. Oh, da kommen jetzt aber auch noch Echsen. So, wir haben einen neuen Kreis belegt. Und dann müssen wir einfach mal da vorne hinregnen. Ein bisschen Glück, werden sie getroffen. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja. So. Und die Eisblume da hinten, die... Oh, das ist eine Feuer und ein Eis. Schon weg. Die haben die Strahlen gekreuzt. Na gut. Gehen wir nochmal hin? Perfekt. Ja. Ich will uns ja nicht loben, weil Eigenlob stinkt und so, aber ich glaube, wir machen das gar nicht so schlecht gerade. Ja. Vielleicht kriegen wir mal ein anderes Ergebnis als Bürgerkrieg. Guck mal. Yay! So. Jetzt hast du auch 5, nicht? Ja. Yay! Perfekt. Und hier sieht es wieder ein bisschen... Fahrstuhl. Und wieder nach Eis. Also, die Level sind gerade echt... Ja, hier Lava, Eis. Das ist halls of claustrophobia. Oh, can't wait to leave. Wir lassen den Level aus Feuer und Eis hinter uns. Game of Thrones, die letzte Staffel fängt an. Erfahrungspunkte, na gut. Wir beschweren uns ja nicht. Aber kann es sein, dass wir jetzt schon wieder drei... Hatten wir jetzt schon 3 Dinge? Kisten? Oder? Ja. Weiß ich gerade gar nicht, kann sein. Ist weg. Au. Oh je. Oh, ich, scheiße, zu viel Schaden, konnte nicht weg. Oh, du bist da ja. Müssten es aber eigentlich die meisten... Oh nein, ich wollte gerade sagen, die meisten müssen... Nein. Böse Viecher. Ja, die sind böse. Nein, da hau ich da nicht raus. Oh Gott. Nein, nein, nein. Gott, nein. Hier ist mal dann. Oh, okay. Wieso heilt mich das denn jetzt hier nicht? Ich stehe doch mitten im... Oh Gott, der liegt oben. Ah, der ist falsch. Ah. Item. Okay. Ja, ich dachte gerade die ganze Zeit, ich stehe doch im Kreis, aber der muss oben an der Klippe hängen geblieben sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh Gott, schau, wie der ist. Dankeschön. Ja, ich komme nicht weg, ich bin eingefroren oder häng fest, ich weiß es nicht. Ich bin tot. Aber irgendwie kam ich gerade nicht weg, ich weiß nicht warum. Das jetzt erst. Du erstmal weg. Ja, ich wäre sogar sinnvoll, wenn du einfach versuchst, den einen da noch zu töten. Ja, leider. Ja, du hast ihn fast. Hau drauf! So. Dich rösten wir jetzt, werde ich einfach hier hinstellen. Nein? I return. So. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir haben wir 3. Ich wüsste sogar nachgucken können, ob wir alle Kisten schon haben. Ja, wäre schön, wenn man dann so eine Anzeige aufmachen könnte. Ja, so auf jeden Fall am Ende. Oder auch nicht. Es könnte auch der Korb noch oben sein. Nee, ist das nicht Ende schon. Okay. Und 3 von 3. Ja. Yay! Perfekt. Bürgerkrieg immer noch. Na gut. Ja. Wie lang war die Folge jetzt? 20 Minuten etwa. Dann machen wir noch, oder? Ja, machen wir einfach noch weiter. Okay. Ja, das 20 Minuten können wir ja keinem anbieten, das geht nicht. Nee, nee. Und ich meine, dann wir hoffen einfach, dass der nächste Level dann schön ordentlich schnell geht. Ja, ansonsten müssen wir einen Cut setzen oder so. Ja, das kriegen wir dann schon hin. Wo sind wir jetzt gerade? Na, wie heißt unser schöner Level? Durch immergrüne Täler. The remaining parchment was hidden somewhere up in the highlands.
Das ist schön. Oh, und da kommt schon die ersten Dinge. Ja, hier, guck mal, kriegst du Feuerchen und so, ne? Gefällt dir bestimmt größer. Ja, mir hängt es gerade irgendwie so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht warum. Boah, die Viecher sind ja wieder nervig hier. Da ist aber, die sind aber nicht gegen Eis. Von daher können wir das Viech da in der Mitte erstmal einfrieren. So, und der ist fast tot, also. Oh, Eisbombe. Oh, gut. So, hast du. Wunderbar. Ein Todeszauber später und der war nicht mehr. So, jetzt musst du eigentlich ein bisschen runtergedingst. Aua, ich habe da einen Blitz wieder bekommen. Ja, das ist das Bild an den Kettenblitz, aber er ist echt. Ah, ist ja schon weg. Sehr gut. Aber er ist stark und schön. Ja. Und energiegeladen. Und da ist schon wieder ein Zwerg. Stimmt. Ich mag diese. Das ist mir beim ersten Durchspielen gar nicht alles aufgefallen. Also viele Sachen. Ich habe natürlich gemerkt, wie schön die Umgebung ist, aber diese. Mist. Versehentlich geklickt. Guck mal da unten, voll cool mit der Burg. Okay. Okay, schon verstanden. Ich wollte nur die Burg angucken. Gut, dass ich nicht da hinten. Okay, das sind ganz viele Heal-Fässer. Das ist, können wir zu unserem Vorteil nutzen. Da kommt bestimmt nicht irgendwas. Eine Feder. Oh, Feder. Mhm. Okay. Ach nee, warte, der ist immun gegen Feuer. Da drüben ist das muss bei mir im Hintergrund irgendwie aufgegangen sein. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, weil mein Spiel hängt gerade extrem. Also, und was ist gerade okay, nicht dann, in Ordnung. Dann gehen wir gleich. Oh. Ich bin gerade irgendwie so, also ich bewege mich hier gerade so im Sekunden. Das im ist ja nicht schön. Mhm. Oh Gott. Nee, dann gucken wir gleich, dass wir einfach. Ach Mist, die sind ja immun gegen Feuer. Dann gucken wir gleich, dass wir nach dem Kampf eine kleine Unterbrechung machen. Oh, eine Kiste. Er hat mich in der Kiste gestunt. Das war nicht mal. Ich wollte geiern, aber. Ach, Mist, das geht ja nicht. Ah, das kann schwierig werden jetzt. Oh, guck mal, ich bin bei dir. Oh. Aber. Oh, Gott, warte, ich muss erstmal kurz. Ja, nee, das ist. Nein, geht so. Oh, verdammt. Okay. Letzte Chance aktiviert. This is it. Our final chance to make it right. Wirklich hier so ein bisschen Mist. Aber der Heilzauber ist groß, das heißt, es könnte reichen. Oh Mist, jetzt ist er weg. Das ist nicht so gut. Oh. Tada! Oh Gott sei Dank. Oh, yay. Das ist, oh Gott, das ist echt hier fies, vor allem, weil hier auch überall Lücken sind. Mhm. Okay, den einen kriegen wir. Ja, der eine ist. Der ist der nur gewesen. Okay. Kettenblitz, tu aus und. Ja, klar. Und jetzt geht er durch. Nein, nicht reinlaufen. Da vorne sind noch Heal-Dinger. Ja, nein. Nicht halt den. Oh Gott sei Dank, ich hab mir diese. Dankeschön. Aber da lagen noch diese grünen. Okay, der ist gleich weg. Dann sind die Viecher immerhin nicht mehr gegen Feuer immun. So. Mal ran. Alles gut. Oh Gott sei Dank. Oh, Mensch. Das war jetzt aber ein bisschen. Mhm. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Jetzt hängt es nicht mehr komischerweise, seit ich gestorben bin. Jetzt geht's wieder. Okay. Dann, wer weiß, was das Spiel für einen Schluck auf hatte. Nee, ich glaube eher, dass vielleicht im Hintergrund irgendein kleines Update oder irgendwas lief und das jetzt vielleicht vorbei ist. Das kann natürlich auch immer sein. Das habe ich immer dann bei Spielen, wenn ich dann höre, dass der PC gerade so. Ne? Also dieses typische, ich verarbeite gerade Updates, wenn dann die Auslastung von irgendeiner Festplatte hochgeht, weil wieder irgendwelche Backups angefertigt werden. Ja. Wenn ich dann in den Taskmanager reinsehe, sehe ich, dass meistens die D- und E-Festplatte betroffen, weil meine E ist praktisch nur eine Partition auf der D-Festplatte, wo aber die ganzen Backups von Windows und sowas drin sind. Oh je, oh je. Ah, oh. Böse. Oh, nicht schon wieder so ein Vieh. Und sehr groß. Aber, warte mal was. Das geht. Das ist okay. Ja, haben wir gleich. Sehr schön. Ha.
Mensch, das war ja ein Witz. Lief jetzt besser als erwartet. Jetzt dachte ich gerade, die Fackel wäre eine Kiste. Das könnte hier doch... Kiste da vorne. Was? Ja, oh. Direkt hinter dem Tor steht eine Kiste. Was? Komm mal hier. Keine... Ach, da. Öffne sie. Hi. Hallo? Einfach. Okay. Oh, das ist wieder ein Aufzug. Kann es sein, dass wir gerade auch eine Feder eingesammelt haben? Final parchment could not have been too far now. Ja, wir haben es ja gesehen. Im nächsten Level gibt's die letzte... Ich mach wieder Heilung. Hier einfach reinstehen. Okay. Ich habe auch noch einen Heilzauber, falls der hier weggeht. Ich leg uns hier mal rein und dann schauen wir mal, dass wir hier... Da auch noch mal einen rein. So, dann. Das mögt bestimmt Feuer und so. Und Eis bestimmt auch. Oh, das ist gut. Festfrieren und dann mit Eis drüber. Ah, wo ist denn das? Alle sind schon weg. Ja, perfekt. Ich muss aufpassen, die dann durchlaufen, weil es dann auch uns ein bisschen heiß wird. Aber das ist schön, wenn unser Sprecher schon vom Ende spricht. Feder! Mhm. Oh. 4 von 5, glaube ich. Yay. Also wenn der Sprecher schon vom Ende spricht, dann können wir eigentlich nicht mehr so elendig weit vom... Ja. Also noch vermutlich nicht. Wir sind gerade mal 6 Minuten in diesem Level. Aber wenn es nett läuft, dann... Ja. Da vorne kommen auch welche. Viele Feuerviecher hier. Finde ich gut. Dafür habe ich meine Eiszauber. Ja. Ich als Eismagierin mit meinen primär Feuerzaubern. Bisschen lächerlich. Das finde ich gut. Du frierst ihn ein und ich prügel dann auf ihn drauf. Das ist. Klappt gerade echt gut. So, und hier schmeißen wir ein Bömmchen drauf. Bench. Ich mach mal mit. Naja, das hat dann leider bei mir Cooldown, aber... Hey, einfach von hinten an den Strahl drauf und... Sehr schön. Und, wieder eine schöne Statue. Ei, der ein Kristall oder sowas. Oder eine Scheibe Glas. Ja, doch, irgendeinen halbdurchsichtigen Kristall hält. Mhm. Oh, guck mal. Kiste. Juhu! Ist dann ja auch die dritte jetzt gewesen. Meistens sind es ja 3 Kisten. Oder hier vorne einmal gucken. Nur so, okay, da ist nichts. Das heißt, uns fehlt noch eine Feder. Hm. Oh, nee, dafür war den Tag. Oh. Yay. Sehr schön. Perfekt. Und das ist eine super Länge für die Folge. Yay. Als hätten wir es geplant, Mensch. Genau. Immer noch Bürgerkrieg. Aber irgendwann wird es besser werden. Ich habe fast wieder ein Level. Yay. Gut. Gut, Leute. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß bei dieser nachosterlichen Folge und bis zum nächsten Mal. Genau. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Vergesst nicht, uns zu sagen, was ihr an Ostern getrieben habt. Wir sind neugierig. Also, bye bye. Tschüss.